Guten Morgen, Mallorca! Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Da ist sie, die Handspielpuppe, die ich gestern auf dem Weihnachtsmarkt in Palma gekauft habe. Und zwar gibt es ja neben dem Münchner Kindl an der Playa de Palma eine kleine Kirche. Also direkt am Ballermann gibt es eine Kirche. Und da war ein Weihnachtsmarkt, ein kleiner Weihnachtsbazar, und zwar zugunsten der Krankenhausclowns in Sondoretta. Sondoretta ist ein Krankenhaus, was wir hier haben. Und da gibt es tatsächlich Krankenhausclowns, die gibt es auch im Sonnes Basis und so weiter. Und die müssen ja irgendwie finanziert werden, weil solche Handspielpuppen zum Beispiel, die kosten richtig Geld, die sind richtig teuer. Und das ist so eine Original-Handspielpuppe, die ich da bekommen habe. Natürlich gegen eine Spende, also für Kinder, die jetzt gerade im Krankenhaus liegen. Wir reden über so viele Dinge, aber ich denke mal, Weihnachten im Krankenhaus oder zur Weihnachtszeit ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und da hat sich die evangelische Kirche gedacht, wir machen da was. Es gibt am 11. übrigens nochmal einen Weihnachtsbazar im Pfarrhaus. Und zwar ist das, wenn ihr am Ballermann seid, also in El Arenal, da gibt es den neuen Lidl-Markt. Und genau daneben, also neben dem Lidl, also passende Farbe vielleicht hier auch gerade, da gibt es das Pfarrhaus der evangelischen Kirche. Auch wenn ihr jetzt nicht unbedingt Kirchgänger seid, ich denke, ich finde das eine tolle Aktion, was sie dort machen und was Krankenhausclowns so bewerkstelligen. Ich denke mal, das ist eine ganz, ganz mega tolle Geschichte. Wir haben noch keinen Namen. Ihr habt gestern schon unter mein Video geschrieben, wie er denn heißen könnte. Einen Namen fand ich gut, wegen der blonden Mähne. Man könnte ihn Leon nennen, den Löwen. Warum nicht? Und es gab ganz viele Namen. Ihr könnt da mal reingucken in die Kommis. Ihr könnt noch welche dazufügen. Ich habe ja noch die Aktion bis zum 6. Dezember, wer die meisten freundlichsten Kommentare hinterlassen hat. Also auf eines meiner Videos, der bekommt ein Überraschungspaket. Also es wird am 6. Dezember ausgelöst. Wir können noch mal ein bisschen Richtung Strand gehen, damit ihr seht, wie es jetzt aussieht. Moment, die Sonne wahrscheinlich gerade so ein bisschen... Un poco. So. Dann gehen wir mal da in Schatten hier. Mit dem Meer im Hintergrund. So, jetzt blendet die Sonne nicht mehr. Und was ihr da hinten sehen könnt, das ist die Gischt, die jetzt so an die Felsen rangeht. Also es ist, tatsächlich haben wir so einen Winter. Gestern hat es gehagelt und wir hatten... jetzt seit 20 Jahren das erste Mal, dass wir so extreme Regen haben. Das gab es 20 Jahre lang schon nicht mehr auf der Insel. Also laut Wetteraufzeichnung war das sehr extrem. Jetzt soll es langsam mal wieder besser werden. Unser Stausee ist voll. Mehr brauchen wir nicht. Und wenn ihr Urlaub machen wollt, es gibt noch Hotels, die offen haben. Wer mehr wissen will, guckt mal heute Abend um 19 Uhr in die Premiere. Da gibt es einen Rundgang an der Playa de Palma, und zwar nur das Original und mit viel Information aus der Gegend. Ich habe einen kleinen Rundgang gemacht und schaut da mal rein. Und habe ich noch was vergessen? Namen könnt ihr aussuchen. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und bleibt gesund. Und bei allem, wie es ist, vergesst ein bisschen Spaß nicht. Also, dass Michael wieder anfängt, mit Puppen zu spielen, hat was für sich. Aber ich glaube, ein bisschen Spaß muss sein, oder? Und Leon oder anderen Namen, für ihn wäre gut. Schreibt da was rein, habt auch euren Spaß dabei und denkt daran, freundliche Kommentare und lasst den Driss, wie das so schön heißt. Also jetzt fange ich wieder an, Kölsch zu reden, obwohl ich es nicht kann. Okay, bis dann, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, auf Wiedersehen. Guten Abend.